Andraš Sineši, koji je tu sa nama iz Mađarske. Doktor Sineši je ostvario saradnju sa Dog Strastom još 2014. godine preko DEFRE. Trenutačno ta saradnja se također odvija u određenoj mjeri. Doktor Sineši je inače veterinar o kojem možete više saznati na stranici aikavet.hu. Današnja tema koju će doktor Sineši predavati jeste izazov dijabetesa kod pasa i kako ga tretirati u kliničkom okruženju. Pa evo, prepustit ćemo doktoru Sinešiju da počne sa svojom prezentacijom. Andraš? Bin hier, okay. Okay, gut. Ich habe eine kurze Intro für dich gemacht. Du Ja, ich kannst höre. das mit Screensharing anfangen und dann können wir mit deiner Präsentation beginnen. Okay? Okay, alles in Ordnung. Ich höre dich. Du hörst mich. Ja, Er gut. auch hört mich. Jetzt alles in Ordnung? Nein, wir können deinen Screen nicht sehen. Dann Jetzt ist es okay, ja. guten Tag, alle Tierarzt und alle Tierärztinnen. Vielen Dank für Dino und Slaven. Darf ich für dich sagen, auf diese sehr wichtiges, ich sage erst einmal Krankheit, aber Krankheit. Ja. Andrasch, wir können dich nicht sehr gut hören. Ja, dann ich probiere noch ein bisschen besser jetzt. Ja, kannst du jetzt beginnen, bitte? Ja, jetzt hörst du mich? Ja, jetzt ist es okay. Okay, dann jetzt besser. Dann grüße alle Tierärzte und Tierärztinnen. Vielen Dank, Dino und Slaven. Darf ich auf diese Krankheit sprechen? Andrasch, Der Tierarzt, ja? Entschuldigung, es funktioniert nicht. Wir können dich nicht hören. Kannst du nochmal der Link, das ich dir gesendet habe, nochmal klicken? Ich höre dich jetzt. Jetzt besser das oder noch nicht? Ist ein bisschen besser. Kannst du jetzt versuchen? Moment. Jetzt besser? Versuch es bitte. Hallo, hallo, hallo. Hörst du mich oder nicht hörst du mich? Ja, wir können dich hören jetzt. Ja, das ist sehr gut. Dann ich sage noch einmal. Vielen Dank für Slaven. Nun darf ich diese wichtige sprachliche Krankheit sprechen, Diabetes. Diabetes hat viele Probleme in Praxis, weil das nicht nur eine Krankheit, was sehe, ich mache die Diagnose und dann und wird gesund und können weitergehen, sondern muss jeden Tag die Besitzer auch zusammenarbeiten mit Tieren und mit Tierarzt. Ich arbeite in Heuka, wie sagt das Dino, das ist eine Kleintierpraxis neben dem Balaton. Bei uns arbeiten zwei Tierärzte und drei Assistenten. Wir haben viele Diabetiker-Hund. Ich weiß nicht warum, mag mich Krankheit. Leider in meiner Familie ist auch diese Krankheit. Mein Vater auch Diabetiker. Ich denke, deshalb ich mag diese Krankheit und deshalb ich arbeite zusammen Dann, was sagt ein Besitzer, wenn kommt in meine Praxis? Was sieht zu Hause im Hund? Die erste Mal sagt, Hund trinkt sehr viel und Hund pinkelt auch sehr viel. Das ist die Polyuria und die Polydipsia. Immer, das ist die erste. Und wenn das viele Zeit diese
Krankheit. Der Mann sieht und frisst. Anders, entschuldige, wir können dich jetzt nicht hören. Ich höre meine Kollegin, sie spricht Deutsch viel, viel besser als ich. Und sie wird dir zeigen, wie das geht. Nasiha, jesi okay. Ja sam tu sam. Nasiha, možeš molim te kolegi samo pojasniti da ovaj izađe ponovo iz dobro. Prezentaciji i da ponovo pokrene link. Kroz, znači iz svega da izađe. Jeste. Okay. Ja sam izgledao identičkih poteškoća. Ništa. Guten Tag. Also Guten Dino, Tag, hallo. Möchte sehr gern, dass Sie ganz rausgehen aus dieser Zoom-Applikation und wieder von neu reinkommen, weil das sich so wie eine Robotersprache anhört. Okay. Oder ich habe eine andere Idee, weil wenn vielleicht nicht mit Kopfhörer, sondern durch mit Webkamera. Vielleicht jetzt ist es besser. Ja, jetzt ist es besser. Ich wähle die Webkamera und dann vielleicht das viel besser. Ja, das ist jetzt ganz, ganz easy. Das war so wie eine Robotersprache. Ja, also, gut, dann wir bleiben so und das ist dann viel besser. Okay? Jetzt besser. Okay. Okay, super, sehr gut, danke, tschüss. Dann, ich sage die erste Bild auch. Zweite Bild, ja. Dann, wenn kommt ein Hund in Praxis, was sagt erst einmal die Besitzer? Erst einmal sagt, die Hund trinkt sehr viel und pinkelt auch sehr viel. Das ist die Polyuria und die Polydipsia. Und wenn diese Krankheit ist seit vieler Zeit, dann dieser Hund isst sehr viel, aber magert ab. Und vielmal stinkt im Mund dieser Hund, und er ist erschöpfbar und vielleicht kommt schon die Augensymptome. Die Augensymptome kommt immer sehr schnell. Zum Beispiel Montag war keine Probleme und Dienstag Hund sieht nichts. Wenn wir hören diese Probleme von Besitzer, dann wir muss immer denken, die Diabetes. Was können wir machen in Differentialdiagnose? Erst einmal, wir müssen immer denken beim Polyuria und die Polydipsia, die Uteritis. Natürlich das nur beim Hündin, wenn kommt ein männliches Hund, dann natürlich diese Probleme lebt nicht. Und sehr schnell können wir die Differentialdiagnose machen mit einer Ultrasound. Wenn Hund hat eine Nierenversagen, dann vielleicht er trinkt auch viel und RPP auch sehr viel. Wir machen einen Urintest und ein Blutentnehmen und dann sehen wir, wie funktioniert die Nieren. Natürlich beim Blutnehmen, wir sehen gleich die Blutzucker auch und wenn das zu hoch, dann wir denken vielleicht, dass eine Diabetes. Aber zusammen kommt vielmal die Diabetes und die Nierenversagen. Die Herzkrankheit ist vielleicht auch, kommt diese Probleme. Und das, wenn zu alt die Hund und mit einem Phonendoskop und mit Röntgen, können wir das sehen. Wenn Zähne hat eine eigene Probleme, dann stinkt auch die Mund. Aber diese anderen Probleme können wir sehr leicht die Differentialdiagnose machen. Wie machen wir die Diabetesdiagnose? Ich denke, das am leichtesten Diagnose im ganzen Tierarztwelt, weil wir muss einen Blutzucker sehen und wenn das zu hoch, dann wir können die Diabetes denken. Sehr wichtig, muss immer gut administrieren, weil wenn wir wissen später nicht, wie viel war die Blut in erster Zeit, dann können wir das nicht sehen, wie geht die Hund. Man muss immer schreiben, die Termin und wie viel war die Blut. Wir machen immer eine Urinanalyse auch und wir machen eine Blutnahme auch, weil wir müssen sehen, wie funktioniert die Leber, wie funktioniert die Nieren. Und wir müssen immer wissen, was ist die Nullpunkt in dieser Krankheit.
die Urinanalyse ist sehr wichtig, weil wenn wir haben gleich keine Blutmaschine und können wir nicht gleich eine Blutentnahme machen oder wir haben, wir funktioniert nicht die Blutzuckermaschine, die Batterie ist leer oder etwas andere Probleme. Und aber eine Urinanalyse-Test ist in aller Praxis. Wenn Zucker ist mehr wie 10, dann geht dieser Zucker durch Pinkeln. Vielmal sagt die Besitzer, wenn Hund zu Hause pinkt und das bleibt in Stein zum Beispiel und trocken, dann das mit wegen dem viele Zucker ist Probleme. Und wenn zu Hause man hat keine Maschine und wenn Hund pinkelt, dann die Besitzer weiß auch, das ist die Diabetes, das ist eine Diagnose zu Hause. Wenn das fertig, dann können wir weiter arbeiten und wir können zahlen, wie viel Insulin muss geben die Hund erst einmal und wir wissen, was ist die erste Punkt in dieser Krankheit. Sehr wichtiges Parameter, die Fructosaminspiegel, weil diese Sache zeigt, wie hoch war die Zucker in den letzten 2 und 3 Wochen ungefähr. In erster Mal wichtig, weil dann wir wissen, diese Krankheit dauert sehr viel Zeit oder nur ein paar Tage. Und in später, wenn wir machen die Diabetes-Kontrolle, wir wissen, die Besitzer macht alles in Ordnung oder Besitzer macht viele schreckliche Sachen zu Hause. Zum Beispiel gibt viele andere Futter oder gibt nicht jeden Tag die Insulin. Und dann die Fructosamin ist immer höher, weil wenn 2 Tage man macht alles in Ordnung, dann die Blutzuckerstand wird gut. Aber die Fructosamin wird nicht gut, weil in den letzten 2 Wochen Hund isst vielmal andere Essen auch. Die Behandlungsprotokoll. Was machen wir? Ist eine wichtige Frage. Hier ist ein Bild, die Kaninsulin. In meiner Praxis, wir arbeiten immer mit Kaninsulin. Das ist eine echte Insulin für Tiere. Aber die Probleme in dieser Insulin schreibt, das muss jeden Tag nur einmal geben. Weil das eine Insulin mit 24 Stunden dauert, das funktioniert 24 Stunden im Hund, aber das nicht rechts. Diese Insulin funktioniert Maximum 18 oder 16 Stunden lang und wenn wir geben einmal pro Tag, dann leider jeden Morgen die Blutzucker wird zu hoch. Und das Problem, weil die Blutzucker einmal zu hoch und einmal zu tief, das größere Probleme, wenn die Blutzucker immer ein bisschen hoch. Und deshalb, wir geben immer 2-mal pro Tag die Insulin und das muss gut sprechen für die Besitzer. Was ist die Fehlermöglichkeiten, das ich sage später. Wie viel Insulin geben wir erst einmal? In Insulin schreibt 0,5 und zwischen 1 International Unit pro Kilogramm muss geben die Insulin. Das ist ganz normal, aber wenn in erster Zeit Hund zu hoch die Blutzucker, dann ganz ruhig darf 2 International Unit geben pro Kilogramm. Wenn steht die Blutzucker und steht die Essen und Hund isst ganz normal, dann darf das dann langsam weniger geben, die Insulin. Aber diese Dosis 0,5 und 1 International Unit, das passt. Die Zuckermesserung. Das macht die Tierarzt oder die Besitzer? Das ist immer eine große Frage.
wenn kommt das erste Mal ein Diabetiker Hund in Praxis, bei uns dieser Hund bleibt ein oder zwei Tage lang in meiner Praxis und dann jeden zwei oder drei Stunden wir machen eine Zuckermessung. Zu Hause leider das geht nicht, weil die Hunde geht nicht, das ist zu schwer für die Besitzer. Und deshalb wir sagen immer, dass wenn Besitzer sieht, vielleicht passt nicht die Zucker, dann kommt gleich in Praxis, das ist nicht zu teuer, das ist ungefähr zwischen 2-3 Euro pro Test, machen wir gleich die Zuckermessung und wir machen auch gleich die Dokumentation. Sehr wichtig die Dokumentation. Und die Dokumentation nicht nur beim Tierarzt, sondern beim Besitzer auch. Muss immer die doppelte Dokumentation machen. Weil wenn vielleicht ich mache die Urlaub oder ich bin krank oder die Diabetikerhund geht einen Urlaub machen mit ihrem Besitzer und dort ist eine Probleme und muss eine andere Tierarzt gehen, dann die Besitzer kann alles zeigen, für die neue Tierarzt zum Beispiel in einem Urlaub. Deshalb wichtig die doppelte Dokumentation beim Besitzer ein und beim Tierarzt auch ein. Und der dritte Punkt ist die Ernährung. Viele Leute fragen, was darf zum Essen geben für die Hunde. Wir sagen immer leider mit hier Ungarn sagt, Hausfutter funktioniert nicht die Diabetes. Weil das jeden Tag ein bisschen anders, immer anders. Ein bisschen mehr Zucker oder ein bisschen mehr Fett oder ein bisschen mehr Fleisch und kann man das nicht standardisieren. Am besten, wenn Hund isst, ein dietetisches Futter. Wir geben immer die Royal Canin Futter, aber in Hills und Yukonoba ist auch sehr gute Futter für Diabetiker. Vielmal ist Probleme mit Futter, aber das wir sprechen im nächsten Bild. Was ist die Fehlermöglichkeiten? Erstmal die Insulin. Die Insulin, viele Leute denken, kann ein bisschen Geld sparen, wenn er kauft die Insulin in Apotheke vielleicht und gibt die Humaninsulin. Aber das ist ein großes Problem, weil die Humaninsulin ist 100 International Unit pro Milliliter und die Hundinsulin das 40 International Unit pro Milliliter. Wenn wir haben keine tierärztliches Insulin und wir muss die Humaninsulin geben, da deshalb muss immer eine neue Milliliter sagen für die Besitzer. Die Insulin muss natürlich immer in Kühlschrank machen, in kalt. Und wenn zu viel liegt diese Flasche in Kühlschrank, dann Insulin wird nicht hundertprozentig sauber. Und dann gleich viele Leute schütten die Insulin, aber das ist nicht ein Cocktail, deshalb das darf nicht schütten, weil das ist ein großer Peptid und dieser große Peptid geht kaputt, wenn wir schütteln sehr stark. Und deshalb muss ich zeige das immer so langsam machen, so ungefähr. Und wenn das hundertprozentig sauber dann können wir die Injektion geben für Hunde. Große Frage. Die Injektion, dass ich gebe gut oder ich gebe nicht gut, das ist natürlich nicht beim Tierarzt die Frage, sondern die Besitzer ist große Frage. Deshalb muss immer zeigen, und immer lehren für die Besitzer, wie muss die Injektion geben, die Hund. Wenn wir nur erzählen das, dann das funktioniert nicht. Das muss zusammen machen. Einmal, zweimal, dreimal. Viele Leute lernen das zweimal. Aber wenn man ängst die Injektion, dann muss mehrmal zeigen das. Aber das muss zu Hause selbst machen
die Besitzer, weil das geht ohne Injektion nicht. Die Zuckerspiegelmessung, das auch, wie ich sage, vorher das Schwierigkeit, weil das zu Hause geht nicht. Und das zu Hause auch teuer, weil muss dann zu Hause eine Maschine kaufen. Aber in alle Tierarztpraxis, ich denke, ist diese Maschine. Und wenn jede Woche im ersten Teil muss eine Zucker sehen und dann später jeden Monat oder jede zwei Monate, das nicht zu teuer. Aber das muss immer in Praxis machen. Vielleicht, wenn die Besitzer ist ein Arzt oder arbeitet in einem Krankenhaus, dann können wir auch lehren, wie muss das zu Hause machen. Die Ernährung ist die dritte Probleme. Leider viele Hund, wer Diabetiker, ist sehr, sehr dick. Und warum dick dieser Hund? Weil isst alles vorher. Alle Naschen, alle Süßigkeit, alle Essen, was darf nicht die Hund. Deshalb sehr dick und deshalb kommt die Diabetes. Und dieser Hund da, mag nicht jeden Tag gleiche Essen essen. Er will immer viele Naschen und viele andere Sachen essen. Und das Problem in erster Time. Erstmal, dieser Hund isst nicht die Trockenfutter. Und dann, wenn wir geben die Insulin und Hund isst keine Trockenfutter, dann die Blutzucker geht zu tief und Hypoglykämie kommt und das viel, viel mehr Probleme. Deshalb sagen wir, muss die Insulin immer nach dem Essen geben. In Insulin schreibt, muss immer vor dem Essen geben. Aber wenn wir geben die Insulin vor dem Essen und nach dem Injektion Hund isst nicht, dann kommt die Hypoglykämie und das Problem. Und wenn wir geben gleich nach dem Essen die Insulin, dann ungefähr diese halbe Stunde, wann Insulin geht in Blut, das weniger Probleme wie Hypoglykämie. Viele Probleme, die naschen. Und ich schreibe hier die Müll und die Katzenknot. Die Müll, wenn Hund geht und klauen die Müll, die eine Brot oder Schokolade oder die andere Sache, das macht Probleme. Und wir waren ein Hund, er klaut immer die Katzenknot. Kot, und in Katzenkot ist viel Zucker. Und dieser Hund, nachdem diese Naschen, bekommt immer 15 Blutzucker und das sehr, sehr hoch. Dann ein paar Fotos. Die Insulininjektion ist Unit 40 und Unit 100. Immer muss in Injektion sehen, das für 40 oder für 100, weil für 100 das für die menschliches Insulin und für U40 das für tierärztliches Insulin. Das muss auch zeigen für die Besitzer, weil wenn er kauft diese Injektion in Apotheke, dort er kann nur 100 international Unit Injektion kaufen und das nicht gut. Dann muss zeigen in diese Injektionpumpe, wie viel Insulin muss geben für den Hund. Muss viele Bild zeigen, wie muss geben die Injektion und muss selbst zeigen und muss in Praxis kontrollierten selbst geben diese Injektion für die Besitzer. Und wenn Besitzer kann das 100% geben, dann alles funktioniert. Und die kleine Hund, natürlich, wenn so sieht ein Hund, dann er klaut etwas auf die Müll und dann wir muss sehen die Hund, weil wenn isst viele Sachen, dann kommt ein bisschen Hyperglykämie und das auch nicht gut. Das ist die letzte Diabetikerhund. Sie war hier seit drei Wochen. Eine 10-jährige altes Westi mit vielen Problemen. Er hat viele Probleme mit Haut natürlich, aber jetzt das ungefähr funktioniert. Und wenn wir sind fertig mit Haut, dann kommt die Diabetiker. Die Frau, wer gehört dieser Hund, ruft mich, Hund trinkt
jeden Tag sehr, sehr viel. Dann, wenn ich bekomme ein Telefon mit diesen Problemen, ich sage erst einmal, wie viel ist dieses Wasser ganz genau pro 24 Stunden. Und wenn ein 10 Kilo Hund, man sagt ungefähr halb Liter, dann das nicht zu viel, weil beim Hund 40 Milliliter pro Kilo pro ein Tag, das ist ganz normal. Dann ein 10 Kilo Hund muss jeden 24 Stunden 0,4 Liter Wasser trinken. Aber wenn das 1 Liter oder 8 Deziliter, 0,8 Liter, dann das schon Probleme und dann muss denken die Diabetes. Im ersten Moment, die Hund war 22,5 die Blutzucker. Dieser Hund bleibt bei uns 2 Tage lang. Jeden 3 Stunden wir machen die Bluttest. Und erst einmal, ich gebe 15 International Unit Insulin und dann langsam geht weniger die Blutzucker und die Ende jeden Tag, morgen dieser Hund bekommt 12 International Unit Insulin morgen und 10 am Abend. Zwischen 2 Injektionen ist 12 Stunden und isst 2 Mal pro Tag. Morgen 80 Gramm und Abend auch 80 Gramm. Und mit diesem Rezept Hund funktioniert, keine Polyurie und keine Polydipsia und Blutzucker ist zwischen 4 und 5. Das nur 2 Tage Arbeit und funktioniert die Hund. Wir haben eine andere Westi. Er lebt 17 Jahre alt. Und leider dann gestorben, muss entschlafen. Aber dieser Hund war 9 Jahre alt war, wenn wir machen diese Diagnose und dann Hund wird Diabetiker und 8 Jahre lang lebt zusammen mit Diabetes. Und Hund war noch Epilepsie und war viele Probleme natürlich mit ihrer Haut. Und dann, wenn war alt, kommen die Probleme mit Herz. Und deshalb muss jeden Tag 2x2 Furosemid geben und 2x2 Verospiron geben. Aber der Hund lebt ganz ruhig 17 Jahre lang. Deshalb, ich denke, am wichtigsten, alle Besitzer sagen, die Diabetes ist keine Krankheit, sondern das ein Zustand. Und mit diesem Zustand kann man zusammenleben. Viel, viel Zeit kann man zusammenleben, aber hundertprozentig muss machen, was sagt die Tierarzt. Hundertprozentig muss geben die Insulin, muss geben die Hundefutter. Und dann Hund kann sehr, sehr viel leben und dann das wirklich wird nicht eine Krankheit, sondern das wird ein Zustand und kann man zusammenleben mit diesen Problemen. Ich hoffe, das war gut und mein Deutsch war nicht so schrecklich und alle Kollegen verstehen das. Wenn hast du Frage, dann ich warte das. Oder wenn denkst du, kannst du ganz ruhig für mich eine E-Mail schicken, das ich zeige hier vorher. Und dann ich antworte, wie machen wir diese Diabetiker-Management. Vielen Dank. Dr. Sineshi, vielen Dank für diese Präsentation. Es war sehr gut. Wir haben eine Frage für dich, aber ich werde meine Kollegin Nasiha nochmal rufen. Sie werde das Frage stellen. Nasiha, ist du? Ja, Sam. Also ich habe eine kurze Frage. Ich habe es nicht gut verstanden oder könnten Sie es mir wieder erklären? In den Apotheken kriegt man Insulin mit diesen 100 internationalen Einheiten? Ja. Wie
Messt man die internationalen Einheiten, wenn man 40 den Hund gibt, mit dieser Insulinspritze oder kann man Insulin mit 40 internationalen Einheiten besorgen? Insulin ist auch zwei. Die Humaninsulin, das immer 100 internationale Unit pro Milliliter. Und die tierärztliches Insulin auch. Und wenn alles in Ordnung, dann Leute kommt in Tierarztpraxis und er kauft bei mir die Insulin auch und die Injektionsspritze auch. Und dann passt alles. Aber wenn die Mann geht in Apotheke oder in Familie ist ein Diabetiker und dieser Diabetiker hat zu Hause zum Beispiel eine Injektionsspritze, dann diese Spritze ist immer 100 international Unit pro Milliliter. Und deshalb, das schreibt anders wie tierärztliche Spritze. Weil die beide Spritze ist ein Milliliter, aber eine Spritze schreibt 1:40 und die andere Spritze schreibt 1:100. 100, okay, dann. Deshalb muss andere Milliliter sagen für die Leute. Und die in Humaninsulin ist viele, viele Humaninsulin. Ist Insulin, was funktioniert nur 2 Stunden lang, 4 Stunden lang, 6 Stunden lang, 8, 12 und 40. Und wenn in vielmal Probleme, wenn in Familie ist eine Diabetiker Leute. Und dann man denkt, wenn bleibt zu Hause ein bisschen Insulin, dass dann ich gebe diese Insulin für Hund auch. Okay. Aber das viel, viel stärker, das 2,5-mal stärker, diese Insulin, wie tierärztliche Insulin. Und dann kommt die Hypoglykämie, wenn man gibt gleiche Portion in Milliliter von dieser Insulin. Das. Okay. Danke Ihnen sehr. Bitteschön. Es war eine wunderbare Präsentation. Danke, danke. Nicht der Rede wert. Dr. Sineshi, vielen Dank. Wir werden dieses Webinar jetzt beenden. Dankeschön auch. Dragi svi, hvala vam još jednom što ste izdvojili vaše vrijeme da budete sa nama. Pozvaću vas ponovo da pratite naše društvene medije. Za sve buduće webinare bit ćete obaviješteni kao i do sada na vrijeme putem e-maila. Još jednom hvala i ugodan ostatak dana.